du zur GOG gekommen bist? Mit welchen Ideen? Und dann eigentlich, wie gesagt, wäre mein Vorschlag, so mal durchzugehen, 70er, 80er. Wir hatten im Bochumer SCS eine lange Auseinandersetzung, dass das, was wir an gesellschaftlicher Veränderung wollten, nicht an den Universitäten in Gang gebracht werden konnte. Wir haben entdeckt, dass es sehr darauf ankommt, die Menschen, die unmittelbar für die Mehrwertproduktion sorgen, diese Leute anzusprechen. Wir hatten ein etwas naives Bild von der Arbeiterklasse, aber eben aus unseren Auseinandersetzungen innerhalb des SDS hatte sich speziell hier im Ruhrgebiet, auch nach den ersten Erfahrungen, dass Belegschaften gegen die Notstandsgesetze auf der Straße waren, hatte sich bei uns die Überzeugung entwickelt, wir müssen mit unserer akademischen Laufbahn aufhören, wir müssen uns unter die Leute mischen. Und 1970 hatte ich schon ein Jahr lang als Berufsschullehrer gearbeitet. Ich hatte 68 Examen gemacht und habe dann bei Opel angefangen. Ich hatte am Anfang die Vorstellung, die unglaublich lange Zeit von 6 Monaten bei Opel bleiben zu müssen, um da mitzuhelfen, eine Betriebsgruppe aufzubauen, und habe dann, nachdem ich in den Semesterferien oft als Student gearbeitet hatte, habe ich so eine Atmosphäre in so einem riesen Großbetrieb zum ersten Mal miterlebt und habe dann gemerkt, das ist alles zu naiv, was wir uns vorgestellt haben. Also ich wurde selber auch durch mein Auftreten auf Belegschaftsversammlungen von Kollegen angesprochen. Kollegin, willst du wieder weggehen? Oder wie stellst du dir das vor? Und die Entscheidung zu bleiben, die fiel dann im Wesentlichen mit den Überlegungen zusammen, 1972 mich auch bei der Betriebsratswahl zu engagieren. Und im Vorfeld der Betriebsratswahl haben wir die GOG gegründet. Also verschiedene Kollegen, die ich schon kennengelernt hatte aus dem Betrieb, und die auch etwas verändern wollten, unzufrieden waren mit der Betriebsrats- und Gewerkschaftsarbeit. Wir hatten uns zusammengetan, haben ein kleines Programm aufgestellt und natürlich waren wir damals im Blickpunkt all dieser neuen Parteien, die sich aus der Studentenbewegung entwickelt hatten, aber auch schon im Blickpunkt der damals auch sich im Aufbau befindlichen DKP. Das heißt, das wurde im linken Umfeld mit Spannung verfolgt, dass wir die GOG gründeten und 1972 dann einen Sensationserfolg hatten und sofort mit 5 Leuten in den Betriebsrat zogen.